Hallo und herzlich willkommen bei der www.qmusicacademy.de. Neben mir steht der wunderbare, gut aussehende Herr Brüggerhagen. Da hast du ein bisschen übertrieben. Ich weiß, zu Recht. Und, ja, richtig. Heute geht es um ein Thema, so wie letzte Woche, so ein bisschen Bildschirmtechnik. Ja. Und genau, um was es sich handelt, wird uns jetzt der Rainer erzählen. Genau. Es gibt eine schöne Funktion, die wir auch ganz schnell erreichen können über Direct Access und einen Druck auf Right 1, also Part Select, Voice Select. Wow. Und schon sind wir da im Voice Setting. Das haben wir schon öfter mal so nebenher mal gezeigt. Mhm. Aber jetzt wollen wir das mal genau auseinandernehmen, was denn da eigentlich genau passiert oder wofür man das sehr wichtige Seite einsetzen kann. Ja, finde ich auch. Nutze ich sehr viel und immer wieder wechselnd vor allen Dingen. Nicht? Also, Voice Setting und dann hier speziell die Funktion Voice Set Filter. Darum geht es hier. Ja, wozu braucht man das? Wenn man zum Beispiel jetzt beigeht und ich möchte, habe die Idee, ich brauche jetzt einen Flächenklang, also sprich einen Pad-Sound. Fangen wir damit mal sofort an. Ich drücke jetzt die Voice-Taste und schalte erstmal hier die beiden nicht relevanten Parts aus. Mhm. Jetzt haben wir nur noch Right 1 und suche mir jetzt einen schönen Pad-Sound aus. Pad. Pad. Und Pad. Und sagt zum Beispiel so. Okay. Jetzt sage ich, okay, das gefällt mir schon ganz gut. Der soll allerdings ein bisschen dumpfer sein. Und ich möchte die Anschlussdynamik rausnehmen, weil ich das Pad immer gleich laut haben möchte, wenn ich zum Beispiel hier noch eine Gitarre oder ein Klavier oder was drauflegen möchte. Also gehe ich einfach ins Menü und stelle das mir entsprechend ein. Ich gehe mal hier aufs Menü oben. Voice Edit. Und sage jetzt zum Beispiel hier Touch Sensitivity, das mache ich jetzt mal auf 0. Die Depth und das Offset drehe ich dann wieder ein bisschen rauf. Achso, sag mal, irgendwas passiert. Jetzt haben wir die Anschlussdynamik. Und indem ich das runterdrehe bei Depth, habe ich jetzt keine Anschlussdynamik mehr und kann das entsprechend lautstärkemäßig ausgleichen auf einen gewissermaßen Fixed Level, so wie ich das gerne haben möchte. So. Okay, jetzt haben wir ungefähr wieder die Ausgangslautstärke wie vorher auch gehabt. So, als zweite Sache möchte ich gerne den Klang ein bisschen dumpfer haben. Ich gehe also jetzt auf Sound, hier, auf Cutoff. Cutoff ist der Filter. Und jetzt mache ich das ein bisschen tiefer, so, ein bisschen dumpfer. So lasse ich das jetzt. Das ist jetzt, okay, deine Idee, die dir im Kopf schwirrt. Die mir im Kopf rumschwirrt. Hat aber noch nichts mit der Funktion zu tun, die jetzt gleich kommt. Jetzt kommt's, genau, pass auf. Das ist jetzt die Vorbereitung sozusagen auf den Sound. Denn ich möchte jetzt stelle ich fest, okay, der Sound ist ja irgendwie schon ganz schön, aber eigentlich so vom Kern muss er eigentlich völlig anders klingen. Aber er soll nach wie vor ohne Anschlussdynamik sein und er soll relativ dumpf sein. Deswegen hatte ich den Filter hier schon runtergedreht. Mhm. So, und jetzt gehe ich wieder zurück auf meine Funktion, Direct Access und Right 1. Mhm. Und jetzt bin ich hier auf Right 1. Wähle also jetzt für Right 1, deaktiviere ich diesen Haken bei Voice. Denn was ich jetzt gerade eingestellt habe, das sind alles Voice-Parameter. Und die möchte ich jetzt, wenn ich den Sound austausche, auf einen anderen Sound wechsle, mit übernommen haben. Ach nee. So, genau. Und jetzt hören wir mal. Jetzt habe ich immer noch keine Anschlussdynamik, weil dieser Parameter gefiltert wurde. Und diese Miami Strings sind im Original auch heller. Die Pop Strings sind viel heller. Also diese Tendenz, diese Einstellung, die ich beim ersten Sound vorgenommen habe, werden jetzt übertragen auf alle weiteren Sounds. Zum Beispiel auch das Klavier, wenn etwas ganz anderes sein sollte. Ne? Dumpfes Klavier ohne Anschlussdynamik. Und so kann ich mich durch die Sounds hangeln. Und bin tendenziell in meinen Grundeinstellungen, so wie ich mir das klanglich im Original vorgestellt habe, und nutze einfach da diese Filterfunktion, um eben nicht auf die automatisierten Voreinstellungen dieser Klangfarben zurückzugreifen, sondern auf meine eigenen. Achso, das ist ja, also kann ich mir so vorstellen, immer wenn du einen neuen Klang aufrufst und das war angehakt, dann ist es quasi immer wieder resettet und er ist der Klang, der auch eingestellt war, mit all seinen Facetten und Raffinessen und so weiter und so fort. Genau, wir können das auch nochmal sichtbar machen. Ich finde das vielleicht interessant, also ich finde das, genau, und ich finde das aber interessant vielleicht sogar bei Gitarren oder so. Ja.
weißt du, so, da macht es ja richtig Spaß, auf einmal verschiedene Gitarrenarten zu nehmen und den Effekt, den Distortion-Effekt. Das kommt gleich, das ist dann der zweite Parameter. Ja, wir sind jetzt noch bei Voice, das hat mit den Effekten noch nichts zu tun. Aber wir schauen mal einmal gerade, wir sind ja gerade auch in diesem Beispiel gewesen. Ich gehe mal wieder aufs Menü, auf Voice Edit. Wir wissen ja noch, wir hatten gerade den Filter runtergedreht auf minus 30 und siehe da, beim Klavier ist er immer noch auf minus 30. Ja, genau. Also es wird durch den Haken, den du dann löscht sozusagen, der weggenommen wird, wird es nicht resettet, der Klang. Gegenbeweis, jetzt wird es ganz spannend. Jetzt nehmen wir das einfach wieder schnell raus. Direct Access, Part 1, ich setze den Haken wieder, gehe wieder auf Voice, drück aufs Klavier und schalte mal einmal hin und her. Und jetzt sehen wir nämlich, wenn ich jetzt wieder auf Voice Edit drücke, ja, das ist ja klar, genau. Das ist ja logisch. Das ist logisch, sagst du so, nicht? Aber so funktioniert das. Ja, nicht? Ja. Auf Common-Parameter, auf die Controller, auf Sound, nicht auf Effekt, nicht auf EQ. Ja, dafür gibt es jetzt einen weiteren Haken, genau. Und das ist jetzt genau das Beispiel, was du gerade sagtest mit den Gitarren. Da ist es natürlich besonders spannend, weil gerade Gitarrensounds ja sehr viel mit Verzerrern arbeiten und so weiter. Um jetzt eine schöne Einstellung zu übernehmen, kann man das eben auch übertragen. Ich deaktiviere den Effekt. Genau. 1. Ja, okay. Also meine Frage ist, wenn wir jetzt unsere meine geliebte Shadow-Gitarre nehmen. Genau, nehmen wir die. So, die sofort. So, und ich möchte genau diesen Effekt haben, wie die das gemacht haben. Ich nehme jetzt irgendwas anderes. Weißt du, irgendeine andere Gitarre? Ja, pass auf, wir machen es noch spannender. Wir nehmen diese Shadow-Gitarre. Oh. Ich habe natürlich jetzt einen Fehler gemacht. Du hast es schon rausgenommen. Ich habe den Haken vorher schon rausgenommen. So, das wollte ich natürlich nicht. So, ich aktiviere wieder, gehe wieder in die Voice, wähle jetzt nochmal die Shadow-Gitarre an. Und hier, jetzt haben wir den Effekt. Jetzt haben wir schon alles verraten. Ne? Wir können jetzt noch einmal schnell einen Effekt verändern. Gehen mal kurz auf die Voice-Taste, gehen hier auf unseren Effekt, Multi-FX Vintage Echo. Wir haben jetzt hier ein Effekt oder eine Echo-Wiederholung, das ändern wir mal eben gerade. Hier steht jetzt Delay-Switch, da gehe ich vom Stereo-Delay jetzt auch mal auf Echo 1 Stereo. Und schon haben wir mehrere. Ja. Und das möchte ich auch noch ein bisschen verändern. Ein bisschen schneller, zum Beispiel. Mhm. So, das Ganze, diese Einstellung kann ich jetzt fixieren. Ja, indem du das Ding wegnimmst. Ja, so, das hören wir jetzt auch mal. Nehmen wir jetzt mal die andere Gitarre und wenn wir jetzt die anderen Gitarren vielleicht noch kennen, dann hören wir jetzt immer den gleichen Effekt. Auch bei der 60er Rock Hero. Weil das immer der gleiche Sample ist, ne? Oder? Also du meinst, das ist jetzt tatsächlich so, weil wir haben immer die 60er Gitarre. Ja, genau. Wir gehen mal auf eine andere Seite, dann haben wir auch andere Samples. Ja. Jetzt klingt die Gitarre anders, aber der Effekt ist der gleiche. Genau, das meinte ich. Derselbige, genau. Ja, schön. Genau. Nicht geändert. Das finde ich ja interessant. Man holt sich einfach die Gitarre, die man so richtig geil findet, nimmt den Effekt, macht den aus und guckt, ob der bei den anderen Gitarren auch so auch funktioniert. Geht. Oder genau, richtig. Andersherum, gerade diese speziellen Gitarreneffekte. Jetzt gehen wir mal einmal aufs Klavier. Klingt auch interessant, sagen wir mal so. Ja, du bist gut, der ganze Gitarrenverzerrer und so weiter sorgt ja auch dafür, dass das alles im Frequenzspektrum sehr stark verbogen wird. Ja. Aber egal, so funktioniert's. Okay. So, dann haben wir noch eine Funktion. Equalizer erklärt sich von alleine. Ja, klar. Ne? Also es geht hier wirklich um die Funktion, ich mache das mal wieder an, hier, wenn man das noch nicht genau weiß, Klavier habe ich jetzt ausgewählt, gehe aufs Menü, Voice Edit und hier unten finden wir EQ. Ja. Und diese Einstellung, was ich hier am Equalizer einstelle, möchte ich meinetwegen übertragen auf einen anderen Sound, deaktivieren den Haken und dann wird genau exakt das, was hier eingestellt ist, unverändert übernommen auf die anderen Klangfarben. Ja, super. Und das letzte spannende Beispiel, finde ich auch sehr, sehr toll. Das sind wir hier, ne? Harmony Echo, ne? Ja, also Harmony Arpeggio. Ja, genau, okay. Genau. Mhm. Ja. Dieser, und da sehen wir jetzt, es gibt nur einen einzigen Haken. Warum ist das so? Weil der Harmony-Effekt ja immer geliefert wird von Ride 1. Okay. Also für Ride 2, für Ride 3 ist das gar nicht relevant. Mhm. Insofern können wir jetzt einfach einstellen, sagen wir mal hier, wir zeigen das mal. Der Haken ist noch gesetzt. Wir gehen aufs Klavier und wählen mal, so, ich schalte nochmal um. Mhm. Und zeig jetzt mal, welcher Effekt ist denn jetzt eigentlich eingestellt? Auch wieder ganz einfach. Direct Access, Harmony Echo. Und da sehen wir jetzt den eingestellten
Harmony Effect Standard Trio. Wenn wir jetzt wechseln, um das mal zu zeigen, ich wechsle jetzt mal den Sound und gehe aufs Akkordeon. Meinetwegen, ist egal. Ich glaube, die Super Musette müsste auch schon funktionieren. Wechsel wieder auf den, Entschuldigung, Harmony Echo, Harmony Arpeggio. Und da sehen wir jetzt Standard Duett. Vorher hatten wir beim Klavier Trio. Ja. Er wechselt also. Ja. Und wenn wir jetzt den Haken hier bei Harmony deaktivieren, dann wechselt er nicht mehr. Das ist das Schöne. Ja. Und wenn ich einmal eine schöne Einstellung gefunden habe für Harmony Echo, es bezieht sich ja auch auf die Einstellung hier. Mhm. Also alles, was ich hier einstelle, die Lautstärke für den Harmony-Effekt, die Zuordnung auch vor allen Dingen. Ich habe mal, der soll jetzt nur für Ride 2 gelten, wenn ich den zweiten Sound habe. Mhm. Dann wird all das übernommen. Und ich brauche das nicht jedes Mal wieder neu einstellen. Ist das abspeicherbar oder ist das so eine grobe Einstellung, das hier? Das ist nicht speicherbar. Das ist eigentlich ganz gut, weil ja. Das ist ja, da geht man ja aktiv mit. Ja, also ich stelle mir halt vor, man bastelt jetzt 3-4 Stunden, ne? Dann geht man einfach kurz in die Haia und trinkt morgens einen Kaffee und geht weiter. Hat es aber vergessen. Ja. So, und dann klingt es auf einmal, der Sound lässt sich nicht mehr verändern. Denkt man, was ist denn hier kaputt? Ich mache das immer so, ich versuche daran zu denken, dass ich hinterher, wenn ich das nicht mehr nutze, alle Haken wieder aktiviere. Weil eigentlich wäre sinnig, wenn hier so eine kleine LED wäre, die so blinkt. Genau, Achtung, Achtung, Achtung. Achtung, Achtung. Also eine Sirene. Ja. Aber da kann man nichts kaputt machen. Also jetzt für alle, die jetzt Angst haben oder so, probiert das mal aus. Es macht wirklich Spaß, auch da mal in irgendwelchen Sounds zu gehen, die ganz komisch klingen und die einfach vielleicht mitzunehmen in anderen Sounds. Genau. Super Tipp. Tolle Idee. Ja. War das eine Frage oder war das einfach aus deinem Kopf? Oder hatten wir jemanden? Nee, mir war aufgefallen, dass ich hatte das gerade wieder benutzt und dann habe ich mal geguckt, mal eben gesucht bei uns auf der Seite, ob wir das Thema schon mal isoliert behandelt hatten. Mhm. Wir hatten das immer mal so mal gezeigt vielleicht, also als kleinen Tipp für eine Funktion, aber noch nie so als Ganzes eben. Ne? So. Ja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt schon nach oben, weil der Sauerstoff wird weniger. Wir haben ja 98% Luftfeuchtigkeit, hätte ich wirklich, mal gesagt. Wirklich warm. Wir sind aber es ist immer noch also das Gebläse ist immer noch da. Ja. Vielen Dank an Wilms, so heißt nämlich das Gebläse. Die Gebläse, wir haben ich glaube 6 Stück. Mhm. Und dann gehen wir mal frische Luft schnappen und dann überlegen wir uns nächste Power-Tipps und ihr überlegt euch mal, was ihr uns Schönes schreiben könnt, zum Beispiel eine Idee, die ihr habt oder einen Song, den ihr mal wieder auseinanderbröseln sollt oder eine Software, die wir für euch erstellen sollen. Es ist alles da und wir sind natürlich für euch auch da. Bleibt gesund und euch noch einen schönen Sommer und dann sehen wir uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis bald, St. Dennis und Rainer von der www.kiwi-akademie.de. Ciao, ciao. Tschüss.